Oh, heute ein Tesla. Ja, Nico, das Model 3. Aber um das geht es gar nicht, sondern wir haben was im Schlepp. Das spielt heute die Hauptrolle. Wir drehen eine Runde mit dem Mini-Wohnwagen Mink. Und dass wir ein Elektroauto als Zugfahrzeug nutzen, ist was Besonderes, denn viele Elektroautos gibt es gar nicht mit Anhängerkupplung. Und wenn, dann dürfen sie oft nicht so viel ziehen wie ganz normale Pkw. Das ist aber alles kein Problem, denn dieser Wohnwagen, der ist nicht nur besonders originell und hübsch und kompakt, er wiegt auch nur 490 Kilogramm. Den gucken wir uns jetzt ganz genau an. In ein paar Kilometern sind wir am Campingplatz. Das hier ist der Mink, der ganz neue Caravan der Firma Mink Campers aus Hafnarfjörður auf Island. Dabei, wenn man dieses Design sich anschaut, dann würde man ohne zu zögern sagen, der kommt doch aus dem Auenland. Weiche Linien, schon von außen gemütlich und kreisrunde Türen und kreisrunde Fenster. Da schlüpfen wir gleich mal rein. Zuvor aber möchte ich den Wagen noch abhängen. Nico, komm rein hier in meine Hobbit-Höhle auf Rädern. Eigentlich ist das ja nur eine Schlafkabine. Richtiger Wohnwagen kann man dazu nicht sagen. Aber die Matratze ist 1,40 Meter breit und 2 Meter lang. Es gibt hier sogar noch eine zweite Schlafgelegenheit für ein Kind in so einer Art Hängematte. Die lässt sich natürlich auch abnehmen und sie ist auch gedacht für Gepäck. Hier Ablagesachen, zum Beispiel auch gibt es hier so nette Kisten für die Schuhe. Außerdem Stauraum hier in diesen netten Filztaschen an der Wand. Und hier gibt es auch noch mal eine kleine Filztasche. Da ist der Lautsprecher der Musikanlage untergebracht. Dann haben wir hier natürlich dieses riesige Panoramafenster. Blick in die Sterne bei Nacht. Wunderbar. Lässt sich logischerweise verdunkeln. Gleiches gilt auch für diese runden Fenster an den Türen. Die kann man sowohl öffnen als auch verdunkeln durch diese Jalousien. Dann gibt es hier hinter mir eine Standheizung. Das ist ein Extra, kostet Aufpreis, ist aber, wenn man in kalte Gegenden fährt, bestimmt sehr, sehr empfehlenswert. Das hier ist die Ladeanzeige für die Batterie, die über die Solaranlage auf dem Dach gespeist wird. Der Strom, der da erzeugt wird, der lässt sich hier zum Beispiel an diesen USB-Buchsen abzapfen. Da gibt es hier zwei und dort zwei. Und daneben hier haben wir noch den Schalter für die LED-Beleuchtung hier drin. So, Beleuchtung brauchen wir jetzt nicht. Wir haben ja noch Sonnenlicht, aber ich werde jetzt mal ausprobieren, wie sich es hier drin liegt. Mal gucken, ob man hier ein bisschen schlafen kann. Jürgen, bist du jetzt eingeschlafen oder was? Nico, beinahe wäre ich wirklich eingeschlafen. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Aber ehe wir uns den Kaffee machen, sage ich mal noch ein paar Sachen zum Wohnwagen an sich. Der Mink, die Kabine hier, besteht aus ABS-Kunststoff. Das ist das gleiche Material, aus dem zum Beispiel auch Lego-Steine hergestellt werden. Und zwischen diesen beiden Kunststoffschichten ist natürlich eine Isolierung. 3 cm dick sind die Wände. Drunter das Chassis, das stammt vom deutschen Hersteller Alco. Insgesamt ist der Mink 4,12 Meter lang, 2,08 Meter breit und 1,83 Meter hoch. Vorne auf der Deichsel, da gibt es die sogenannte Cargo-Plattform und dort lassen sich gegen Aufpreis entweder ein Fahrradträger, so wie bei unserem Modell, oder zum Beispiel auch ein Skiträger montieren. Ja, und oben auf dem Dach, da gibt es die Solaranlage der Hamburger Firma Solaris. Aber jetzt gehen wir erstmal nach hinten, denn da gibt es noch was Besonderes. Nico, wir sind am Ende des Mink angelangt und wir kommen unserem Kaffee näher. Hier nämlich gibt es eine kleine Küche. Und der erste Eindruck ist super klar strukturiert
ordentlich aufgeteilt und mit viel Stauraum. Denkt man gar nicht. Hier drunter zum Beispiel gibt es ein extra Fach. Da lassen sich Eiswürfel reinfüllen und hat sozusagen einen Naturkühlschrank. Hier drunter gibt es auch nochmal reichlich Staufächer mit so praktischen Ablagekisten. Und hier, das erklärt sich ja von selbst, diese Staufächer, hier zum Beispiel ganz nett ein Schneidebrett und reichlich Raum für Besteck und Geschirr. Hier oben haben wir noch die LED-Beleuchtung, lässt sich anschalten, dass man auch bei Dunkelheit kochen kann. Und hier sind nochmal zwei USB-Buchsen. Kaffee ist fertig. Guck mal, hier gibt es sogar so schicke Mulden für Getränke in den Kotflügeln über den tollen 17 Zoll Rädern. Die haben echt an alles gedacht, oder? Oh, danke. Ja, aber du hast wieder nicht an alles gedacht, Jürgen. Ja, du spielst auf den Preis an. 14.500 Euro ist der Basispreis und wenn man Extras wie etwa die Standheizung oder das Solarpanel dazu haben möchte, dann wird es teurer. Aber wir lassen uns den Kaffee trotzdem schmecken.